herzlich willkommen jetzt hier in Nürnberg. Der Dennis ist immer noch hier zu Besuch, denn er hat noch ein paar Fragen von der Community mitgebracht. Was bewegt euch denn? Von Interessierten, von Kunden, von euch, von allen möglichen. Ich habe dafür ziemlich viele Fragen mitgebracht, die auch wirklich ungefiltert sind, direkt an euch weitergeleitet. Ich habe die also gar nicht groß korrigiert. Lass uns einfach anfangen. Na, dann legen wir los. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Thema. Es ist ein brennendes Thema. Ihr bietet mit der ganzen Cloud-Infrastruktur, wir sehen sie gerade im Hintergrund, wirklich eine Infrastruktur für den Kunden an. Der kann da sich sein Netzwerk aufbauen, sein Storage aufbauen, seine virtuellen Einheiten aufbauen. Aber wie verbindet er sich hier? Wir wissen immer nur, wir haben Public-IP-Adressen, aber es gibt auch sowas wie Side-to-Side-VPN. Und da war immer die Hauptfrage, können wir das nicht für die Leute ein bisschen einfacher machen? Gibt es nicht einfach die Möglichkeit, wie so eine Art Package, VPN, Gateway, was die Leute direkt einfach in der Browser anklicken können? Gibt es da irgendwelche Pläne von euch? Ja, man kann ja schon mal sagen, einsteigend, also wir haben es auch schon mitbekommen, ist ja klar, ne? Also mit der Einführung der Private Networks, die ja noch gar nicht so lange da ist, mit der Möglichkeit kamen natürlich die Stellen auf, ja, wie komme ich denn jetzt mit meinem privaten, sage ich jetzt mal, Instanz ins Internet? So, wie sind denn die Lösungen dafür? Da bieten wir ja zum Beispiel auch die OneClicks-App an mit der WireGuard-Möglichkeit, um das auch konfigurieren können selber. Aber natürlich haben wir auch den Wunsch festgestellt zu sagen, viel einfacher, einfach mal einen Klick zu machen und zu sagen, hey, lasst mich doch mal mit dem VPN-Gateway ins Internet und das kann ich vielleicht sogar wieder ausstellen. Richtig. Also wir haben den Bedarf erkannt, aber wie es bei uns immer auch so ist, wir haben eine große Wunschliste, wir kennen viele Bedarfe. Es steht drauf, das kann ich dir schon mal zusichern und ich kann dir schon mal sagen, wir haben das bei uns auf der Liste, wir können nur nicht sagen, wann und in welcher Geschwindigkeit es dann natürlich bei uns kommt. Ja, als nächste heiße Frage war natürlich weiterhin aus dem Shared-CPU-Bereich, habt ihr da irgendeine Art Fair-Use-Policy, wie verteilt ihr das, wenn auf einmal einer wirklich sehr viel Last verursacht versus auf der anderen Seite jemand, der einfach gar nichts macht, wie verteilt ihr das? Monitort ihr dieses ganze System? Bewegt ihr virtuelle Maschinen, wenn ihr bemerkt, eine Maschine ist da wirklich mit viel Last unterwegs? Mhm. Wie handelt ihr das? Ja, also grundsätzlich kann man ja schon mal sagen, Cloud funktioniert ja nur durch Automatisierung und ein ordentliches Monitoring, was das Ganze angeht. Und natürlich stellen wir das auch fest, wenn an irgendwelchen Host-Systemen irgendwelche Lasten entstehen oder auch Engpässe entstehen, sei es irgendwie compute-mäßig oder auch netzwerkmäßig. Und natürlich reagieren wir darauf. Shared, muss man aber trotzdem noch mal fairerweise dazu sagen, ist ja auch der Gedanke, im Gegensatz zu den Dedicated-Tarifen, man teilt sich mehr Ressourcen mit anderen und es kann eine Art Noisy Neighbor natürlich entstehen, was bei Dedicated natürlich nicht ausgeschlossen ist, aber viel, viel geringer ist, weil du hast ja die zugesicherte Leistung der CPU. Absolut. Ja. So, und daher kann ich schon sagen, wir monitoren es und wenn wir das sehen, dass da irgendeine Aktion von unserer Seite notwendig ist, dann migrieren wir Maschinen vielleicht auf andere Maschinen, wenn es da freie Kapazitäten gibt. Ich habe hier eine weitere super, super spannende Frage aus der Community. Okay. Ihr habt natürlich im dedizierten Bereich genauso, also im dedizierten Serverbereich, so wie halt eben in dem ganzen Cloud-Bereich, eure Firewalls. Das heißt, die Leute können sich erstmal aktiv schützen, bevor der Traffic überhaupt bis zum Server gelangt, egal ob dedicated jetzt oder im Cloud-Bereich. Und da ist aufgefallen, dass es eine Limitierung gibt im dedizierten Bereich, wo man Firewall-Regeln hinterlegen kann. Und wenn ich das hier richtig auf meiner Zahl lese, waren es insgesamt 10. Woher kommt diese 10? Wieso, weshalb, warum? Gibt es Gründe dafür? Ja, also ich würde es erstmal genau wie du sagst eben trennen zwischen Cloud-Bereich und eben den Dedicated Root-Servern, die wir anbieten. Dedicated Root-Servern kann man grundsätzlich schon mal sagen, ist die Netzwerkinfrastruktur so aufgebaut, dass wir pro Rack einen Top-of-a-Rack-Switch haben. Ja. Der geht weiter zu einem Access-Router und dann eben weiter zum Core-Router, wo die zentrale Anbindung ist. Und da ist eben so, dass unsere Firewall-Regeln auf den Top-of-a-Rack-Switch stattfinden. Okay. Und da haben wir natürlich eine Speicherlimitierung. Mehrere Server sind dort angebunden und dadurch entstehen genau diese Anzahl 10 Up- und 10 Down-Regeln. Okay. Ja. Und so ist auch die Firewall eigentlich gedacht. Wie du es so schön gesagt hast, den Traffic vom Server fernhalten. Bedeutet, natürlich ist jeder immer noch, es ersetzt keinen UFW oder IP-Tables oder sowas in der Richtung auf dem Server, sondern es geht darum, die Masse wegzuhalten. Ja, genau. Sei es ein UDP, sei es irgendwelche Einschränkungen auf IP-Adressen, dafür sind diese Firewall-Regeln gedacht. Und nach unserer Erfahrung würden wir auch sagen, 10 up, 10 down sollten dafür eigentlich reichen. Wir kommen ja gerade aus dem Thema Cloud. Da wissen wir schon, die ganze Grundlage ist bei euch Linux, QEMU-Virtualisierung. Genau. Ist ja quasi Open Source. Wie steht ihr denn weiterhin zu Open Source? Gibt es da weitere Produkte? Kommt da irgendwas? Wie ist eure Einstellung zu dem Thema Open Source? Ja, wir selber natürlich verwenden Open Source. Wie du es gerade schon erwähnt hattest, QEMU, unser eigener Cloud-Stack,
baut ja darauf auf. Also wir nutzen Coemo und dann haben wir unseren eigenen Automatisierungen Coemo rumhergebaut, dass eben genau das entstehen kann, was der Kunde nutzen kann. Ja. Also bei uns ist auch Open Source wirklich ein Bestandteil, ein essentieller, den wir immer mitprüfen. Also sei es irgendwelche neuen Lösungen. Wir schauen, gibt es irgendwas Open Source? Ist es für uns verwendbar? Und auch da gehen wir natürlich auch hin, unterstützen die Projekte, sei es irgendwie, dass wir eben unser Feedback dazu geben oder irgendwie in diese Richtungen, dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen. Gleichzeitig auch unsere Entwickler sind in Open-Source-Projekten aktiv. Die müssen auch nicht nur Hetzner-spezifisch sein, sondern auch da unterstützen sie dabei, sei es in privaten Zeit, auch teilweise sogar auch eben auf Firmenzeit, wo sie dann eben dort unterstützen in den Projekten. Letzte Frage, die ich hier habe, ist natürlich ganz klar immer wieder der Preis. Ich drehe mich immer wieder um diesen Stuhl herum. Warum um Gottes Namen sind eure Produkte immer so nah am Kunden dran und so preisgünstig? Woher holt ihr das andauernd? Ich würde fast sagen, das ist bei uns in der DNA natürlich auch mit drin. Also wir sagen, Hetzner, unsere Produkte zeigen sich durch gute Performance, gute Qualität zu einem fairen Preis. Ja. Das ist auch das, wo wir als Hetzner immer dafür stehen, wo wir sagen, da wollen wir hin, das ist unser Anspruch. Jedes Produkt, was wir qualifizieren, was wir testen, hat immer den Anspruch, eigentlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt zu haben. Und das erreichen wir eigentlich nur dadurch, indem wir sagen, unsere Rechenzentren sieht nicht normal aus, es ist einfach Eigenentwicklungen. Wir setzen auf Eigenentwicklung, wir fokussieren uns auf die wesentlichen Dinge. Wir haben hier eigene Kühllösungen, wir haben ein eigenes Rechenzentrumsdesign, wir haben ein eigenes Serverdesign. So, wenn man auch überlegt, andere Bereiche setzen auch nicht unbedingt darauf und sagen, wir nehmen jetzt einen Standard 19 Zoll Server von den bekannten Marken, die man am Markt hat. Nein, auch da gehen wir nochmal tiefer rein, testen das Ganze durch, schauen aufs Watt, schauen uns die Kühllösungen an und finden da die perfekte Lösung. Und das ist halt einfach eine Effizienz, die wir gerne weitergeben. Gleichzeitig, wenn man auch noch schaut, der Personalkörper zum Beispiel, da zeigt sich auch wieder die Effizienz. Für die Größe, für die Kundenanzahl, für die Masse, die wir einfach haben, ist unser Personalkörper so klein, weil wir einfach so gutes Personal haben, alles Experten, Specialists, wie du auch so schön sagst, die wir bei uns tätig sind und immer wieder alles hinterfragen. Also dieses, so haben wir es früher gemacht, gibt es bei uns nicht. Ja, last but not least habe ich noch eine Zusatzfrage, was die Leute immer wieder interessiert. Die Leute buchen einen dedizierten Server von euch, bekommen eine IP-Adresse zugewiesen, können auf den Server zugreifen. Doch dann immer die Masterfrage, was passiert davor? Das heißt, die Frage lautet, was für eine Netzwerkverkabelung ist denn überhaupt vor dem Server, den die Leute gebucht haben? Wir sehen es im Hintergrund. Was passiert denn davor? Kannst du ein bisschen mehr erzählen? Ja, also ich sag mal so, es ist jetzt kein Geheimnis in der Richtung, dass es was ganz Besonderes ist. Es ist ein normales Design, von dem her, wir haben mehrere Server in einem Rack. In dem Rack haben wir einen Top-of-the-Rack-Switch, der natürlich dort die einzelnen Server angebunden sind. Ja. Das ist bei uns ganz normale Cat5e-Kabel oder ein Cat6a-Kabel. Und da ist die normale Kupferverkabelung drauf. Ab da gehen wir rüber zu einem Access-Router, der dann aber schon mit einem LWL angebunden ist. Im Normalfall ist es bei uns nämlich Multimode, wo wir die Verbindungen hin haben. Was dann aber wieder weitergeht über weitere Strecken, wo wir dann wieder auf eine Single-Mode umsteigen, aber eben auch da dann an den Core-Router weitergehen. Okay. Das ist eigentlich so die grundsätzliche Infrastruktur, die wir damit pflegen, die sich einfach bewährt hat über die Jahrzehnte hinweg, wo wir sehr gute Erfahrungen haben, wo ein gutes Team dahinter steckt, das Ganze zu pflegen, zu eruieren. Und auch die Qualitäten der einzelnen Kabel, wo man wirklich hingeht, wo man sagt, wir testen sie und wir haben sie dann natürlich in Massen da. Absolut, ja. Genau, super. Besten Dank. Also Dennis, Dankeschön für die Fragen aus deiner Community. Sehr gerne. Wenn ihr Interesse habt oder noch eigene Fragen habt, schreibt es hier unten in die Kommentare mit rein. Meldet euch bei dir in deiner Community oder kommt zu uns in die Hetzner Community, in unser Hetzner Forum. Meldet euch mit Fragen, die wir gerne noch mit aufnehmen können. Aber ich habe jetzt doch noch mal eine Frage. Ja. Hast du eigentlich irgendwelche zukünftigen Projekte, die jemanden interessieren könnte? Was erwartet uns noch bei dir? Absolut. Also erstmal sowieso meine eigenen Dienste laufen ja sowieso schon alle, wie mein eigener DynDNS-Dienst, IPv64.net. Läuft ja alles wirklich hier im Hintergrund auf diesen Maschinen. Muss ich mir noch anschauen, hat man ja schon. So sieht's aus. Aber jetzt kommt demnächst wirklich einfach mal eine Planung, weil da einfach wirklich die Anfragen sehr, sehr groß sind in eure Richtung, über mich in eure Richtung. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich das wirklich mal als Unternehmen im Großen und Ganzen betreiben soll? Wir reden ja immer über einzelne Instanzen hier. Ihr habt neue Server. Aber wir sehen das Ganze als Konvolut aus. Wenn ich ein Unternehmen bin, was mache ich denn dann? Und da gibt es natürlich Unmengen an Möglichkeiten und das möchte ich den Leuten einfach mal demnächst aufzeigen. Ich werde ein
Unternehmen, die IT des Unternehmens bei euch aufbauen, vom dedizierten Server über die Cloud hinweg bis zur Verbindung wirklich on-prem ins Unternehmen, ins Office. Und da möchte ich den Leuten einfach mal aufzeigen, wie kriege ich das überhaupt hin? Netzwerkverkabelung, die ich alles natürlich virtuell bei euch mache und baue halt eben meine eigene Infrastruktur auf. Und das wird kommen, dass ich einfach mal kleinen Unternehmen aufzeigen möchte oder auch mittelständischen Unternehmen aufzeigen möchte. Was für Möglichkeiten haben wir überhaupt bei euch? Die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ein sehr interessanter Anwendungsfall, muss man wirklich sagen. Ich kann dazu einfach auch echt mal ergänzend noch sagen, ich habe sehr, sehr viele Gespräche, wo Unternehmen oder Privatpersonen eigene Server hosten und so weiter. Und ich wirklich in den Diskussionen, in den technischen Analysen nachher feststelle, nein, die Lösung bei euch im Hause wäre einfach viel besser. Hier haben wir einfach volle Bandbreite da. Die Lösung ist perfekt gekühlt. Es steht nicht irgendwie eine Bastellösung da, sondern hier ist wirklich ein durchdachtes Konzept da. Deswegen für alle gilt da draußen, meldet euch bei euren IT-Dienstleistern. Ich denke mal, nicht nur wir, nicht nur ich werden halt eben Support anbieten, sondern noch viele, viele andere, die eure Produkte ganz normal vermarkten. Mensch, das klingt echt super. Ich danke dir für die Fragen. Alles klar, ich bedanke mich im Namen der Community bei euch, dass ihr wirklich auf die Fragen, die ich frisch von der Community mitgebracht habe, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön und danke fürs Zuschauen. Bis bald.